Private Konzerte werden in Italien als Accademia bezeichnet. Beim ersten, das ich miterlebte, traten nur Amateurmusiker, sogenannte Dilettanti, auf. Der Hausherr spielte mit einer ausgezeichneten Handführung die erste Geige. Dann gab es noch 12 bis 14 Orchestermitglieder, darunter einige gute Geiger, 2 Querflötenspieler, einen Cellisten und einen am kleinen Kontrabass. Sie schlugen sich allesamt recht gut und spielten eine Sinfonie von unserem Herrn Bach. Johann Christian Bach.
Musik.